So. Willkommen bei SWD Sports. Ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Teil 2 unserer Leistungskur für unser Kamerakind Johannes. Wir haben hier einen Satz gebrauchte Zylinder R80, einer Monolever, schwarz mit verlängerter Schwinge und Rahmenverstärkung. Jetzt ist die 80 schon. Jo, im letzten Teil haben wir die Zylinderköpfe zusammengesteckt. Und im heutigen Teil möchten wir gern die Kolben mit den Zylindern paaren und die Zylinder aufs Motorrad schrauben und die Zylinderköpfe drauf. Jetzt ist nur noch eine Frage an den Kameramann. Hast du eigentlich der Kipphebel dabei? Wie man deutlich sieht, ist das Loch deutlich größer. Bedeutend größer. Schon übel, oder? So, also eigentlich ist das geil. Ja, um ein größeres Loch zu füllen, braucht man auch einen größeren Kolben. Von der Firma Wössner. Wössner. Ja, bis dato immer bei Motoren Israel bestellt. Kolbengröße, auch ohne Brille lesbar, 97,96. Ja, dann haben wir zwei Zylinderkopfdichtungen. Zwei Zylinder, zwei Kopfdichtungen. Die sind auf dem Maß der 1070. Habe ich die falsch rum? Ich glaube, ich habe sie falsch rum. So. Ist das eigentlich der Kamera? Das ist die Uhr, das ist mir nie so aufgefallen, dass die so laut ist. Hörst du die? Die malt so, gell? Ja. Die ist bestimmt bald kaputt. Also, et mefo. Bevor es in aus die Nüsse geht, brauchen wir neue. So. Kolbenringe, die sind da dabei bei dem Kit. Wir haben hier Kolbenbolzen. Und die sind deutlich kürzer als die Original-BMW. Und. Jetzt. Siehst du das, wie die konisch zulaufen? Kannst du das erkennen? Also sie sind außen recht dünn und werden da, wo die große Belastung ist vom Bläuel, werden sie dick. Und nur durch diese Bearbeitung können die auch so leicht sein. Wer sich mal so zurückerinnert an so einen BMW-Kolben, merkt ihr die Position? Bleib so. Ich komme gleich wieder mit dem BMW-Kolben. So. Der fällt ja nein, wenn du Becher hast. Ups, der Kolben ist weg. Auch hier. Der Kolben ist aus Alu, ne? Das Ding ist Stahl. Wenn man sich das mal anschaut, wie viel das kürzer ist, das Bölzchen, und wie viel das dünner ist, dann weiß man, wo das Gewicht gespart wird. Immer am Bolzen. Warum versuchen wir Gewicht an den Kolben zu sparen? Wenn man sich mal überlegt, wir fahren mit 4000 Umdrehungen, 4500 Umdrehungen. Wie viel Gewicht sich da bewegt. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Und wenn man das natürlich leichter macht, dann ist auch die Belastung für die Lager nicht mehr so hoch. Den Druck hast du natürlich, ne, bei der Verbrennung. Aber man nimmt schon ein bisschen was weg. So. Ist es zu kalt für die Verpackung oder stelle ich mich zu blöd an? Eigentlich. Wollte ich cool sein, wollte es einfach aufreißen, so wie Hulk Hogan. Das ist der Grüne. Nee, das ist der Blonde mit einem Bart. Das war vor deiner Zeit. So. Was ich immer scheiße finde, sind die Dinger. Okay. Was mache ich hier hinne? Erstmal gucke ich mir das an, ob das alles passt. Dann gehe ich her, mache die warm, klopfe die Stößelstangenrohre rein. Just
Kolbenringen achten wir drauf, dass die wie ein Mercedes-Zeichen liegen. Weißt du, was ich damit meine? Ja, weil ich die Drittellösung, ne? Das schon ein paar Mal gemacht habe, aber ich glaube, du dürfst es nochmal erklären. Ich glaube, wer kann noch nie Motor zusammengebaut haben, soll es einfach gehen lassen. Scheiße, Mann, wo ist sie? Steht in der Top. Okay. Der eine Spalt zeigt nach 12 bei 3 Ringen. Oh, voll neig schon. Bei 3 Ringen machen wir einmal 12 Uhr, einmal 4 Uhr und einmal 8 Uhr. Und dann, das ist nur damit das Volumen nicht schwinden kann, ne? Dass es nicht abhaut. Genau, weil sonst zischt es da durch. Ja, und da muss man schauen, ob der Monteur auch geschaut hat, dass alles auf Top steht. Okay, dann basteln wir das auch mal zusammen. So, also ich habe das jetzt damit gereinigt, damit dann später die Flächen auch dicht wird. In dem Fall haben wir jetzt keinen Stich mehr für diesen großen Ring, sondern nur für die zwei kleinen. Und Achtung, über diese zwei kommt auch das Öl in den Zylinderkopf. Deswegen macht man es nicht so wie ich, dass man so viel aufträgt, sondern man ist ein wenig sparsamer damit, ne? Aber weil du den Kunden ja gut kennst, ist dir einfach egal bei dem. Nee, man muss eigentlich schauen, dass dann, wenn der O-Ring drin ist, dass die ganze Scheiße einfach nicht zu dicht ist. Da gehe ich einmal außen rum, dass der Fuß schön dicht ist, aber da oben die zwei Löcher dürfen nicht zu sein. Habe ich so oft schon gehabt. Der kleine Trick an der Sache ist, du gehst mit deinem O-Ring rein, drehst ihn ein paar Mal. Und dann gehst du her und du hast das Überschüssige. Ups, ohne Ring am besten. Das Überschüssige abstreifen. Dann hast du das schon mal nichts mehr in deinem Stehbolzen. Das ist Fluch oder Segen, ne? Wenn du nichts machst, ist scheiße. Und wenn du zu viel nein machst, ist auch scheiße. Man muss halt einfach sehen, da gehen halt direkt die Motorstehbolzen entlang. Ne? Und die Zeit, die ihr euch da nehmt, die müsst ihr dann halt schon nicht für den Putzen benutzen. Okay, wir brauchen jetzt die zwei unteren Gummis, da war ich auch oft gefragt, die haben da unten eine Markierung. Und die sollte nach unten stehen. Ich klatsche da auch ein bisschen was drauf. Wo haben die eine Markierung? Hier sieht man sie. Ah ja, der gerade Strich. Ja, und der ist für unten. Da kann man sich auch drüber streiten, ob man die Masse braucht, aber... Der hat die auch schon falsch rum eingebeugt. Müssen aufpassen, dass der Kolben nicht unten rausfällt, wenn wir das jetzt tragen. Der kleine... Kann ich jetzt was auch. Machst du da eigentlich für Dichtmasse? Easy Gasket von Innotec, das funktioniert ganz gut, das Zeug. So. Oh, das passt alles mal, das ist so schön. Okay, jetzt gehen wir raus, draußen ist lauter, da sind wir nicht so allein. Okay, Feierabend. So, die erste Seite ist drauf. Es ist immer noch so pomös, wenn man da reinläuft. Das ist geil, das Loch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will den Motor dann im dritten Teil des Videos auf dem Prüfstand sehen. Was erwartest du? Hinterradprüfstand, keine Ahnung, sagen wir mal 75, 63 PS. 63? Ja. Ja, es ist jetzt, hast du einen Dreisatz vorhin ausgerechnet, ne? Was sagst du? Ach, man hört dich nicht, du musst schreiben. 66 PS. Das Öl kommt raus. Das kontrollieren wir auch immer, dass die Bohrungen frei sind. Also hier
Und hier ist es deutlich zu sehen. Wo ist hier und hier? Aus dem Anlass haben wir durch drauf lassen und haben geschaut, was dann rauskommt. Ist auf beiden Seiten so, da drüben der Fleck verrät. Johannes muss auf 60. Geburtstag, ist schon eine Stunde zu spät dran und ich bin nicht schuld. Deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Abonniert uns Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Ja, habe ich noch? Liked uns? Keine Ahnung. Schreibt die Kommentare. Ja, genau, Kommentare müsst ihr noch schreiben. Ne? In den Kommentaren könnten Sie mal tippen, was ihr denkt. Also ihr habt das große Loch gesehen, das da jetzt drin ist. Und ihr habt ja gesehen, was vorher drin war. Weißt du noch, was der Wolfgang gesagt hat? Was? Der hat doch abgetippt. Was hast du? Der Wolfgang hat 64 PS gekriegt. Du hast? Ich habe 61 getippt. Und ich habe 64,5 getippt. Schauen wir mal. Ich klebe die Löcher jetzt noch zu. Der Johannes sollte zum Trompeten spielen. Und dann sehen wir uns. Bis bald, euer Manuel Schad von SOD Sports. Ciao. Ich hab mir schon mal richtig wehgetan. Habt ihr jetzt Mitleid? Also ich finde diese Ringe einfach nicht so schön. Welche Ringe? Diese Zeheringe für den Kolben. Fängst du an aufzuräumen bei uns? Kannst du wegen länger bleiben. So, jetzt ist es ein 535 Kubik BMW Modell. Und um das, ich hab, ja, gut, ne? Man merkt, dass ich Mathe Leistungskurs gehabt habe, ne? Oh, mieses Stück. Ich habe eine miese Ratte hinter der Kamera abzugeben. Ja? Ja. Wo kann man sich da melden? Schreibt es unter den Kommentaren. Stinkt und ist frech. Überhaupt nicht.